Der zweite Punkt, um den es mir geht, was hält die Gesellschaft zusammen? Sie werden ein Kitt, einen Gemeinsinn der Gesellschaft nur erreichen, wenn diejenigen, die unten sind, denen es schlecht geht, zumindest die Chance haben, nach oben zu kommen. Sie müssen es selber wollen, aber sie müssen auch die Chance kriegen. Eine Gesellschaft ohne Chancengerechtigkeit und ohne den Anspruch auf Chancengerechtigkeit wird vermutlich eine sehr egoistische Gesellschaft werden. Wenn Sie nur auf Freiheit setzen, ohne Gerechtigkeit, haben Sie letztlich das Recht des Stärkeren. Ich bin ein großer Anhänger logischerweise von Freiheit. Und im Verhältnis Freiheit-Gleichheit würde ich immer für die Freiheit kämpfen, weil Gleichheit die Menschen im Grunde auf ein Mittelmaß eindampft und keinem gerecht wird. Aber Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit ist etwas anderes. Wenn ein Kind, das aus schlechten Verhältnissen, aus schwierigen Verhältnissen kommt, schon weiß, es hat keine Chance, dieser Gesellschaft aufstieg, wird ihn die Gesellschaft irgendwann auseinanderfliegen. Und es gibt Gefahren im Horizont, die wir einfach sehen müssen. Wenn Sie schauen, in Frankreich vor einigen Jahren die gigantischen gesellschaftlichen Unruhen in französischen Vorstädten, den sogenannten Banlieues, in Paris, in Toulouse, in Marseille, in anderen Großstädten, dort hatten Sie Hunderttausende von Jugendlichen auf der Straße. Das waren nicht nur, aber überwiegend welche mit einem afrikanischen Kulturhintergrund. Neudeutsch Migrationshintergrund, irgendwie ein furchtbares Wort, aber es fällt aber irgendwie auch nicht ein, aber es ist ein grausiges Wort, Migrationshintergrund, weil das irgendwie so abstrakt und so ein bisschen verblasen klingt. Aber es waren junge Leute mit anderem Kulturhintergrund. Nebenbei, die konnten alle Französisch, das war kein sprachliches Problem, wie wir es hier manchmal haben, die konnten alle die französische Sprache. Die hatten nur folgendes Problem, die wussten, die Gesellschaft ist so zementiert, ihre Bildung ist so schlecht und sie sind aus ihrer Herkunft von bestimmten Vierteln so stigmatisiert, so vorgeprägt, dass sie in dieser Gesellschaft keine Chance auf Aufstieg haben. Und dann ist es irgendwann explodiert. Und ich sage Ihnen, wenn es uns nicht gelingt, in Deutschland eine Gesellschaft zu haben, wo diese Chance auf Aufstieg, auf Chancengerechtigkeit, auf Teilhabe einigermaßen gerecht verteilt ist, werden sie ähnliche Entwicklungen haben, wie sie in Frankreich gewesen sind und vermutlich aufgrund der modernen Kommunikation noch viel massiver und häufiger, als wir es mit irgendwelchen Studentendemos Ende der 60er erlebt haben. Das war harmlos dagegen. Was muss man also tun, um diese Chancengerechtigkeit zu erreichen? Ich glaube, Sie müssen bestimmte Dinge tun. Nun weiß ich nicht, ob das im Anfang eine Rolle spielt, das bekenne ich freimütig. Es kann sein, dass es mehr ein Großstadtproblem ist. Wenn Sie in Hamburg oder in Berlin oder auch in München oder Stuttgart oder Köln in eine Grundschulklasse gucken, wo die Kinder dann im Alter von 6 Jahren sitzen, können Sie rein statistisch feststellen, etwa 60-70% dieser Kinder haben einen sogenannten Migrationshintergrund, kommen also mal aus anderen Kulturen. Und wenn man ehrlich ist, sind davon etwa 40% welche, die aus der Türkei kommen. Das andere verteilt sich. Das haben Sie in Berlin, das haben Sie in Hamburg. In der Gesamtbevölkerung haben Sie inzwischen einen Migrationsanteil von über 20%. Wenn Sie noch weiter runtergehen in Kindertagesstätten, haben Sie nachher einen Anteil von 60-70% von Kindern mit ausländischem Kulturhintergrund. Und dann ist die Frage der Integration. Wie kann ich diesen Kindern eine Chance geben, in ihrer Gesellschaft ihren Platz zu kriegen? Für mich ein wesentliches Thema, auch für den Erfolg unserer Gesellschaft. Denn die werden Chancenlosigkeit nicht auf Dauer wehrlos hinnehmen. Und das große Problem ist natürlich, wir, die politische Entscheidungen treffen oder getroffen haben, sagen das, haben aber eigentlich mit diesen Milieus relativ wenig zu tun. Wenn ich mich hier umgucke, würde ich sagen, ich sehe kaum jemanden mit Migrationshintergrund. Was kein Vorteil, was ein Schlimmes ist. Nur auf der anderen Seite macht diese Gesellschaft, wir machen diese Menschen einen unglaublich großen Anteil aus. Nun wollen sie auch teilweise auch nicht selber teilhaben. Das ist gar keine Frage. Nur die Kinder dürfen nicht darunter leiden. Und ich glaube, eine Überlebensfrage unserer Gesellschaft ist, auch für die Moderne ist, wie schaffe ich Chancengerechtigkeit für diese Kinder? Bei manchen ist Hoffnung meist verloren. Wer, sagen wir, 30, 40 ist, der ist so sozialisiert, geprägt, entwickelt, da können sie noch wenig machen. Aber bei Kindern können sie wahnsinnig viel machen. Und darum bin ich jemand, ein großer Anhänger, und das ist auch meine eigene Partei, manchmal eine sehr schwierige Geburt, zu sagen, so viele Kinder, wie es geht, gerade aus diesen Verhältnissen in Krippen, so viele Kinder, wie es geht, in Kindertagesstätten, in Krippen auch kulturelle Erziehung, also nicht Heil-Total und Bauchgrenze auseinanderlegen, sondern Sprache lernen, Kulturmechanismen lernen, soziales Verhalten lernen, bei den Schulen so organisieren, dass sie durchlässig sind, dass Kinder ihre Chance haben, dass sich sehr früh endgültig entschieden wird, wer welchen Bildungsabschluss macht. Dass sie über Ganztagsschulen das Angebot machen, dass die Eltern, wo die entweder alleinerziehend sind oder beide Elternteile einarbeiten, die Kinder die Chance haben, auch Nachmittag Sport zu machen, Musik zu lernen, Nachhilfe zu bekommen. Wenn wir das nicht tun, wird es schwierig werden, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und sie müssen es sehr früh tun.
denn ich bin kein Pädagoge, ich bin Jurist, aber die Wirklichkeit lehrt, die ersten 2 Wochen oder die ersten 2 Monate sind wichtiger als die ersten 2 Jahre, die ersten 2 Jahre sind wichtiger als die ersten 20 Jahre. Das heißt, wir reden viel über Wissenschaft, Hochschulreform, völlig wichtig, auch Geld muss dafür ausgegeben werden, aber der Grundstein hierfür wird weiter unten gelegt. Hierbei vor dem Hintergrund ist teilweise die Ausstattung, die Bezahlung von Kindertagesstätten eine einzige Katastrophe. Wenn Sie sich angucken, was teilweise Kindergärtner, die einen harten Job haben, für ein kümmerliches Gehalt haben, ist es in höchstem Maße ungerecht und gesellschaftlich unvernünftig. Aber das nur am Rande bemerkt. Das heißt, früh zu sagen, wie räume ich diesen Kindern ihre Chance ein, das ist wichtig. Und das Zweite ist, selber auch als Gemeinschaft vorleben, Chancen zu eröffnen. Ich kann Ihnen das für Hamburg sagen, aber jede Stadt und jede Kommune ist da natürlich anders, weil auch die Zusammenhänge anders sind. Wir haben in Hamburg, als ich das Vergnügen hatte, Bürgermeister zu werden, festgestellt, dass der Anteil von Jugendlichen mit ausländischem Kulturhintergrund im öffentlichen Dienst, in der Ausbildung des öffentlichen Dienstes und der öffentlichen Unternehmen, also von der Müllabfuhr über Einwohnermeldeamt bis zur Polizei, der war 2%, obwohl die damals schon einen Anteil hatten von 30%. Das kann doch nicht wahr sein. Und wir haben gesagt, jetzt ohne eine Quote zu formulieren, das Ziel ist, wir wollen in den nächsten 5 Jahren 15%, in den nächsten 10 Jahren 20% erreichen, was wir auch hingekriegt haben. Haben Werbeveranstaltungen durchgeführt in der türkischen Community, um Jugendliche zu ermutigen, Feuerwehrmann zu werden, Polizist zu werden, Beamter zu werden. Die sagten, was, ich Polizist? Geht doch gar nicht. Die wollen uns doch gar nicht. Und denen zu sagen, natürlich wollen wir euch, wir brauchen euch. Und auch wenn man nicht alle nimmt, allein zu sagen, wir brauchen euch, löst eine unglaubliche Änderung der Auffassung aus. Dazu gehört auch, dass wir die Wirtschaft mit ins Boot nehmen und Pakte für Ausbildung, gerade für Kinder mit Migrationshintergrund schließen, deren Ausbildungshemmnisse meist ganz technischer, profaner Art sind. Wir haben zum Beispiel festgestellt, eine große Firma hat bei der Ausbildungsplatzvergabe einen Test gemacht und da wurden also die Kinder dann gefragt, wie ist der klassische historische Name von Taiwan? Ich wusste zufällig, dass es Formosa ist, weil meine Mutter zur Zeit der Kuba-Krise immer Formosa-Spargel 100 Büchse eingelagert hat, weil sie meinte, in schlechten Zeiten kann ein bisschen Spargel auf dem Dachboden schaden. Daher wusste ich zufällig, dass es Formosa ist, aber ich garantiere, die meisten deutschstämmigen Kinder wissen es nicht, aber Ali und Aische weiß es mit Sicherheit nicht, vorher auch. Und auch die Frage, wer ist der Vater der sozialen Marktwirtschaft, wird ein Kind aus einer ausländischen Familie vermutlich sehr schwer beantworten können. Und die ist vermutlich für die Frage, ob ich entweder Schlosser oder Maler werde, auch nicht so kriegsentscheidend. Das heißt, ich muss auch überlegen, wie kann ich also die Schwellen senken, um diesen Kindern eine Chance zu geben, damit sie in dieser Gesellschaft ihren Platz finden und sich auch entwickeln können. Das heißt, die Frage der Teilhabe, der Möglichkeit einzuräumen, jeder hat eine Chance, jeder ist willkommen, ist aus meiner Sicht eine unglaublich wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft, um diesen Kind zu schaffen, die Gesellschaft zusammenzuhalten.